Nach dem mühevollen Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend sorgt sich Borussia Dortmund um Neuzugang Paco Alcácer. Der Torschütze zum 3:1 entstand klagte nach der Partie über Probleme im Oberschenkel. Derweil setzten der BVB und seine Fans ein Zeichen gegen Rassismus. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet ihr hier. BVB vor Champions League, Sorgen um Paco Alcácer. Sein Bundesliga-Debüt ist Paco Alcácer durchaus als gelungen. Der Neuzugang vom FC Barcelona wurde in der 68. Minute eingewechselt, leitete das Führungstor von Marius Wolf ein und erzielte das 3:1 schließlich selbst. Man sieht, dass er Fußball versteht und mit der Mannschaft kombinieren kann, zeigte sich Sportdirektor Michael Zorc im Anschluss sehr zufrieden. Allerdings gibt es nach dem Traumeinstand des Spaniers auch schlechte Nachrichten. Alcácer klagte nach dem Spiel über Probleme im Oberschenkel. Die Dortmunder müssen deshalb vor dem Champions League-Auftakt beim FC Brügge am kommenden Dienstag ab 21 Uhr im Live-Ticker um ihren neuen Stürmer bangen. Wir wissen nicht definitiv, was er hat, sagte Trainer Lucien Favre, aber er hat etwas im Oberschenkel gespürt. Wir hoffen, dass es keine Zerrung ist. BVB und Fans setzen Zeichen gegen Rassismus. Beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt setzte Borussia Dortmund gemeinsam mit den Fans ein Zeichen gegen Rassismus. Statt des üblichen Logos des Sponsors Evonik zierte ein Schriftzug mit einer klaren Botschaft die Brust der BVB-Spieler. Borussia verbindet gemeinsam gegen Rassismus. Auch die Fans positionierten sich mit einem großen Banner vor der Westtribüne mit der Aufschrift „Wir sind mehr“. Die Fanabteilung des BVB erklärte dazu, dass sich die gesamte schwarz-gelbe Familie für ein gemeinsames Miteinander, Weltoffenheit und Toleranz einsetze. Punkt. Mehr bei Spox, Favre nach Sieg, ich bin nicht dumm wie alle, Alcácer trifft beim Debüt, BVB müht sich zur Tabellenspitze, Matthäus rät Götze zu Vereinswechsel.